Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen. Eigentlich sollte es jetzt ein Video über die Probefahrt mit dem Kia Soul EV geben. Ja, da wird aber gerade mal nichts draus. Und warum? Das zeige ich euch nach dem Intro. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen. Ihr seid ja alle genauso heiß drauf wie ich auch auf den Kia e-Soul. Und da gibt es etwas ganz Neues, nämlich vom 28.03.2019. Da gibt es eine Vorabpreisinformation aus Österreich und die hat es ganz gewaltig in sich. Und die möchte ich gerne mal mit euch ein wenig durchgehen. Und ja, ich blende das natürlich auch wie immer ein. Und da fangen wir ganz einfach mal an. Es gibt wieder die vier Ausstattungsvarianten, die wir auch schon vom Kia e-Niro kennen, nämlich Titan, Silber, Gold und Platin. In allen vier Varianten gibt es natürlich auch gegen anderslautenden Aussagen, die es vorher gab, tatsächlich beide Akku- und Motorvarianten, also sprich immer den 39,2 Kilowattstunden Akku mit dem 100 kW Motor und den 64 Kilowattstunden Akku mit den 150 kW Motor. Ja, jetzt fangen die Preise an. Ich mache jetzt einfach mal vom billigsten bis zum teuersten. Das geht ein bisschen einfacher. Ihr könnt die hier aber nochmal ablesen. In der Titan-Ausstattung mit dem 39,2 Kilowattstunden Akku haben wir einen Grundpreis von 34.990 € und in der Platin-Ausstattung mit dem Long Range nennt sich jetzt die große Variante. Kommt doch irgendwie von Tesla, glaube ich. Aber gut, ist ja egal. Da kostet er jedenfalls 46.590 €. Jetzt werdet ihr sagen, boah, das ist ja ein Wahnsinnspreisunterschied zu dem, was es vorher gab. Ja, vorher die Preise habe ich hier auch. Die muss ich gerade mal raussuchen. Irgendwo habe ich die jetzt hier durcheinander. Aber das macht ja nichts. Vorher sah die Preisliste so aus. Ja, da gab es genau zwei Preise, nämlich für die Plug-Version und für die Play-Version. Und da hat er angefangen mit 29.490 €. Allerdings ist das jetzt der deutsche Preis und hörte auf bei 31.390 €. Da kam dann allerdings noch, wenn man wollte, das Komfortpaket dazu. Das hat auch noch mal irgendwas über 1.000 € gekostet. Und eventuell das Glasschiebedach. Das waren so die beiden Optionen, die man da noch dazu holen konnte. Ansonsten ist jetzt halt von der Grundausstattung her gerechnet, hätten wir so jetzt gut Deutschland, Österreich. Österreich ist eh immer ein bisschen teurer, sage ich mal. Hätten wir eine Preisdifferenz von, ich sage jetzt einfach mal so rund 5.000 €. Die teuerste Ausstattung kann man natürlich jetzt hier mit gar nichts vergleichen, weil die Play-Variante bei dem Soul EV, das war halt schon das Beste, was es gab. Und mehr wie besser geht halt nicht. Und Preisliste. Fangen wir mal an mit der. Ich nehme die doch mal hier zur Hand. So, ja, nehmen wir uns mal die Preisliste vor. Und da fangen wir doch ganz einfach mal an, wenn wir auf der ersten Seite sind. Und guck mal nach den Farben. Vorher gab es ja auch Farben, die haben sich andauernd wieder geändert. Da kamen dann immer wieder neue dazu. Beziehungsweise die Farben, die es in Deutschland gab, das waren ja nur so einige Auswahlfarben. Und die wurden ja dann teilweise ergänzt durch Farbkombinationen oder Farben generell, die es sonst nur in Nordamerika gab oder in Norwegen. Und das wurde zum Schluss hier alles vermischt, weil man natürlich die Lagerbestände auch abverkaufen wollte. Und das ist übrigens auch ein Punkt, also wenn wir jetzt hier die Preislisten durchgehen und ihr sagt euch, das Auto ist mir einfach zu teuer, ihr findet den Soul aber ganz toll, dann schaut euch doch einfach mal bei den Kia-Händlern um, hier in Deutschland oder auch in Österreich. Da gibt es noch Lagerbestände von dem alten Kia Soul EV und die sind ja nicht schlecht. Ich finde das Auto total klasse. Also, wie ich ja schon mal gesagt habe, der Kia Soul EV ist für mich die eierlegende Wollmilchsau. Und nach dem, was ich jetzt hier gelesen habe, wird es der neue Kia e-Soul auch sein. So, doch jetzt mache ich erstmal weiter.
Nehmen wir mal Farben und ja, also die Farben, die Außenfarben, und da gibt es halt Unterschiede mit Einfarblackierung und Zweifarblackierung. Bei der Einfarbaußenlackierung, da haben wir Cherry Black, das ist eine Pearl-Lackierung. Graffiti Gray ist Metallic, Inferno Red ist Metallic, Mars Orange ist auch Metallic, Neptune Blue ist Metallic, White, nee, umgekehrt, Snow White Pearl, das ist eine Pearl-Lackierung, und Bartling Silver ist auch eine Metallic-Lackierung. Das sind die Einzelfarben, die man, oder die Einfachlackierung, die man bekommen kann. Gegen Aufpreis, die Preisliste gehen wir gleich nochmal durch, gibt es dann Zweifarblackierung in Cherry Black Inferno Red, Clear White Inferno Red, Graffiti Gray Platin Gold oder Platinum Gold, Inferno Red Cherry Black. Dann haben wir Mars Orange mit Cherry Black oder Neptune Blue mit Cherry Black oder Platinum Gold mit Clear White. Ja, Clear White fällt euch wahrscheinlich gerade auf, gibt es so als Lackierung gar nicht. Das ist dann wirklich nur die zweite Lackierung, also bei der Zweifarblackierung erhältlich. Ja, gehen wir weiter mit der Preisliste und sind jetzt mal bei der Sicherheitsausstattung. Gleich mal vorweg gesagt, die Ausstattungslinien, die es hier halt gibt, die unterscheiden sich teilweise gar nicht so sehr stark. Also da muss man schon wirklich gucken, braucht man jetzt wirklich Platin oder reicht vielleicht auch Gold oder reicht mir auch die Silberausstattung? Weil Titan ist halt so, da fehlt dann doch so ein bisschen was, wo ich sage, oh, da würde ich dann vielleicht doch lieber eine Nummer höher greifen. Da gibt es dann doch in der Preisliste des Öfteren mal Striche, wo nichts zu haben ist. Machen wir es mit der Sicherheitsausstattung weiter. Und da lese ich einfach erstmal ganz schnell das vor, was überall drin ist in allen Ausstattungsvarianten, um dann hinterher mal auf die kleinen Unterschiede zu gehen, die gar nicht mal so großartig sind. Also Sicherheitsausstattung haben sie eigentlich alle Modelle durch die Bank weg, alle komplett drin. Also adaptiver Tempomat inklusive Geschwindigkeitsbegrenzer und Stop-and-Go-Funktionen, aktive Kopfstützen vorne, aktive Notbremsleuchten, Antiblockiersystem, Aufmerksamkeitsassistenten, autonomes Notbremssystem inklusive Fußgängererkennung, Berganfahrassistent, Bremsassistent und elektronische Bremskraftverteilung, E-Call, elektronische Stabilitätskontrolle, elektronische Wegfahrsperre, Fahrzeugstabilitätsmanagement, Fernlichtassistent, Front-, Seiten- und Vorhang-Airbags, geschwindigkeitsabhängige Türverriegelung, höhenverstellbare Sicherheitsgurte vorn, Isofix-Vorrichtung für Kindersitze hinten, Reifendruckkontrollsystem, dann haben wir noch den Spurfolgeassistenten und den Spurhalteassistenten sowie die Zentralverriegelung inklusive Alarmfunktion. Die einzelnen beiden Positionen, die jetzt nur in der Platin-Ausstattung lieferbar sind, sind der aktive Totwinkelassistent und der aktive Querverkehrswarner. So, gehen wir dann mal weiter zu den Eco und Dynamics, nennt sich das Ganze. Die sind bis auf eine Position auch in allen vier Varianten drin. Da haben wir die Batterieheizung, Combined Ladesystem, CCS mit Typ 2 und Combo 2, Ladeanschluss für AC, Wechselstrom und DC Gleichstrom, Netzladekabel mit integrierten Statusanzeige Typ 2 auf Haushaltsstecker, regeneratives Bremssystem, Schaltwippen hinter dem Lenkrad zur Steuerung des regenerativen Bremssystems, Wärmepumpe zur effektiven Kühlung und Heizung nur in Verbindung mit E-Motor und Long Range. Das ist allerdings für mich gerade neu, dass es das da nur gibt. Und dann haben wir virtuelles Motorgeräusch unter 20 Stundenkilometer. Das sind die Krachmacher, die dann auftauchen. Das Einzige, was es in der Titan, also in der Grundausstattung nicht gibt, ist die Anzeige der nächstgelegenen Ladestation im Navigationsdisplay Point of Interest. Und die gibt es halt nur für Silber, Gold und Platin. Mal kommen wir jetzt zur Komfortausstattung. Die ist schon wieder ein wenig aufwendiger. Ich lese erstmal das vor, was in allen Varianten drin ist. Da haben wir Anti-Scheibenbeschlagfunktion, Drive Mode Select, elektrische Parkbremse inklusive Auto-Hold-Funktion, Frontscheinwerfer mit Escort-Funktion, Heckscheibenheizung, Klimaanlage automatisch, Lenkrad verstellbar, vertikal und teleskopisch,
Lichtsensor, Rückfahrkamera inklusive dynamischer Führungslinien, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig und Smart Key und Startknopf. So, dann kommt der kleine Unterschied mit den Fensterhebern, elektrisch vorne und hinten inklusive Fahrer-Down-Funktion gibt es nur für Titan und Silber. Hingegen für Up- und Down-Funktion Funktion vorne sowie Sicherheitsfunktion vorne hätte dann halt die Gold- und Platin-Version. Die Lenkradheizung gibt es für Silber, Gold und Platin. Parksensoren hinten einzeln, also der Titan hat gar keine Parksensoren und in der Silberausstattung gibt es die für hinten. Wenn wir jedoch schon einmal die Gold- und Platin-Ausstattung nehmen, haben wir sie vorne und hinten. Ebenso ist bei den beiden dann auch der Innenrückspiegel automatisch abblendend. Dann gibt es noch etwas, was nur die Platin-Version hat und das ist das Head-Up-Display und der Regensensor. Da ist schon mal so der kleine Unterschied, wo man sagen muss, brauche ich jetzt ein Head-Up-Display und einen Regensensor oder spare ich mir vielleicht ein paar Euro für ja, irgendwas anderes Nettes. Kommen wir jetzt zum Multimedia. Da geht es jetzt richtig los. Unterschied mit den Lautsprecheranzahlen, 6 Stück bei Titan und für Silber, Gold und Platin haben wir 10 Stück. Dann alle wieder gemeinsam haben sie Bluetooth-Freisprecheinrichtung, DAB, RDS, Radio mit und Lenkradfernbedienung, Smartphone-Schnittstellenfunktionen für Apple CarPlay und Android Auto, Spracherkennung, USB-Ladeanschluss, zweite Sitzreihe, USB-Multimedia-Anschluss vorne. Dann gibt es die Unterschiede. In der Titan-Ausstattung haben wir ein 7 Zoll Multimedia-Display und ab der Silber-Ausstattung haben wir das 10,25 Navigationssystem inklusive 7 Jahre Karten-Updates und Harman Kardon Soundsystem. Die kabellose Smartphone-Ladestation in der Mittelkonsole, wo man also Wireless Phone laden kann, das ist dann halt nur für Gold und Silber. Kommen wir jetzt zur Innenausstattung. Da geht es jetzt richtig bunt durcheinander. Ich lese erstmal wieder die Sachen vor, die alle haben. Das ist der 12-Volt-Anschluss vorne, Ablagetaschen an, an der Rückseite der Vordersitzlehne, Beifahrer. Brillenfach in der Dachkonsole, Gepäcknetzhaken, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Lederlenkrad und Lederschaltknauf. Das hatten wir doch beim Niro auch gehabt. Der hat doch gar keinen Schaltknauf. Liebe Leute bei Kia, ändert doch vielleicht mal den Text, weil der hat einen Drehwahlschalter. Da ist kein Leder dran. So, dann haben wir die Leseleuchten in der Dachkonsole. Mittelarmlehne mit Staufach vorne. Supervisor Cluster mit 7 Zoll TFT LCD Farbdisplay. Also das ist die Instrumentenansicht vorm Fahrer sozusagen, also hinterm Lenkrad. Tickethalter in der Sonnenblende Fahrerseite. Jetzt kommt etwas, was nur der Titan hat oder die Titan-Ausstattung. Das ist der Kosmetikspiegel auf Fahrer- und Beifahrerseite. Ja, keine Angst. Den gibt es auch in den anderen drei Ausstattungsvarianten, dann allerdings beleuchtet. So, dass ihr auch im Dunkeln sehen könnt, weil sie euch dann ins Gesicht schmiert. Genauso gibt es dann ab Silber aufwärts das Gepäcknetz hinten, die Mittelkonsole mit Hochglanz-Applikation. 12-Volt-Anschluss im Kofferraum gibt es dann ab Gold, also Gold und Platin, ebenso wie Ambientebeleuchtung, Armaturbrett mit Lederabdeckung, Chromakzente im Innenraum und die Mittelarmlehne ausklappbar inklusive Getränkehalter hinten. Also das heißt für mich schon mal, wenn schon, denn schon Gold. So, kommen wir zu den Sitzen. Die sind in allen vier Varianten umlegbar und zwar 60-40 geteilt. Der Fahrersitz ist ebenso in allen Varianten höhenverstellbar. Für die Titan- und Silberausstattung gibt es die Textilsitze. Ab der Silberausstattung gibt es Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer. Ab der Goldausstattung gibt es elektrisch verstellbaren Fahrersitz, achtfach verstellbar.
Die Lendenwirbelstütze zweifach elektrisch verstellbar für den Fahrer sowie die Sitzheizung in der zweiten Reihe. Nur bei dem Gold gibt es die Teilledersitze in Kunstleder. Dann für die Platin-Variante gibt es belüftete Fahrer- und Beifahrersitze, Echtledersitze und elektrisch verstellbare Beifahrersitz achtfach verstellbar. Also ich weiß ja, dass die ventilierten Sitze, also die belüfteten Sitze, wirklich super sind. Das wäre dann schon wieder ein Grund, eventuell doch den Platin zu nehmen und nicht die Gold-Variante. Kommen wir jetzt zur Außenausstattung. Da haben wir eigentlich sehr viel Gemeinsamkeiten in allen vier Varianten. Außenspiegel mit integrierten Seitenblinker, Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert, getönte Scheiben, Kühlergrill im E-Soul-Design. Ist ja klar, der hat ja den geschlossenen, die Verbrenner, die gibt es ja nur in Nordamerika und die haben halt ja den ganz normalen Motorkühler. So, dann LED-Nebelscheinwerfer, LED-Rückleuchten, LED-Tagfahrlicht, Shark-Fin-Antenne, also dieses kleine Ding hinten auf dem Dach, Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert, Voll-LED-Scheinwerfer. Und jetzt kommen wir zu den Unterschieden. Für Titan und Silber gibt es die Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert. Für Gold und Platin gibt es dann abgedunkelte Scheiben ab zweite Sitzreihe und Heckscheibe. Außenspiegel mit schwarzer Hochglanzapplikation, Außenspiegel elektrisch verstellbar, beheizbar und anklappbar. Dachreling, Türgriffe mit Chromapplikation. Dann kommen wir zu den Rädern, die haben sie alle gleich, nämlich 17 Zoll mit 215, 55 R17 Bereifung, Leichtmetallfelgen, Reifenreparaturkit, Scheibenbremsen vorne und hinten. Ja, jetzt gibt es noch ein paar Geschichten zur Sonderausstattung und dann bin ich hier schon durch mit der Preisliste. Die Sonderausstattung, ihr könnt das Innenraumkonzept wählen, ob ihr das in Grau oder in Schwarz haben wollt. Schwarz ist gewöhnlicherweise immer recht dunkel im Innenraum, logisch, ist ja auch schwarz. Das Graue wirkt das, hebt das Ganze so ein bisschen auf und könnte vielleicht den einen oder anderen doch besser liegen. So, Solid-Lackierung kostet 150 Euro Aufpreis, Metallic-Lackierung 500 Euro und die Pearl-Lackierung 600 Euro. Die Zweifarb-Lackierung, die kostet zusätzlich zu Solid Metallic oder Pearl Lackierung 400 Euro Aufpreis. Also das heißt, ihr müsst erstmal eine von den anderen Lackierungen sozusagen als Grundfarbe nehmen, um dann halt den Rest da drauf klatschen zu lassen. Jetzt gibt es eine Besonderheit für die Platin-Variante. Das hatte ich ja schon in einem der letzten Videos mit erwähnt, dass es ein SUV-Design-Paket gibt und das nur in Verbindung mit dem Long-Range-Motor bzw. Akkupaket in der Platin-Variante. Das Ganze kostet dann 1.100 Euro. Was ich hier gerade vermisse, was hier nirgendwo drin gestanden hat, ist das Schiebedach. Gibt es das etwa in Europa oder in Österreich oder vielleicht auch in Deutschland nicht? Oder habt ihr das einfach nur vergessen einzutragen, liebe Leute bei Kia? Es gibt kein Schiebedach. Das wundert mich, weil in Nordamerika laufen zumindest die Verbrenner schon mal mit einem Glasschiebedach vom Band. Wobei es halt auch angekündigt war in der Pressemitteilung, dass das Fahrzeug ein Schiebedach bekommen soll. Allerdings kein Panoramadach, so wie beim Kia Soul EV zuvor. Das fand ich ja richtig genial. Ja, das soll es jetzt auch schon gewesen sein zu den News zum Kia e-Soul. Wie gesagt, wenn ihr jetzt sagt, von wegen, der ist aber teuer, der ist ja viel zu teuer, die haben ja da ordentlich die Preise erhöht. Ja, logisch, aber ihr dürft eins nicht vergessen. Die alte Variante hatte nun mal, was diese ganzen Sicherheitsausstattungsmerkmale anbelangt, also hier die ganzen Fahrassistenzsysteme und sowas alles, gab es da nicht. Das Einzige, was der Wagen hatte, waren Tempobegrenzer und ein Tempomaten beispielsweise oder die Einparksensoren vorne und hinten und die Rückfahrkamera, je nachdem, was für ein Ausstattungspaket ihr da hattet. Und deswegen, dass der Preis jetzt teurer geworden ist, ja, das stimmt. Aber ihr dürft auch nicht vergessen, wenn ich das alles wegstreiche, was der alte Soul EV nicht hatte, dann fehlt da locker mal die Hälfte an Ausstattung. Dann habt ihr ein Auto, was wahrscheinlich ungefähr mit dem mithalten könnte, was jetzt der alte Soul hätte.
Aber ganz ehrlich gesagt, ihr habt einen größeren Akku drin, vielleicht sogar einen viel größeren, wenn ihr den 64 Kilowattstunden Akku nehmt. Und ihr habt ja auch eine höhere Reichweite, weil die Technik ist ja auch noch ein bisschen besser geworden. Und Sicherheit sollte man auch nicht vergessen. Die Fahrgastzelle wurde nochmal verstärkt, da sind nochmal Verstärkungen eingebracht worden. Das Fahrwerk ist ein anderes. Also ich bin ja den alten Zoll noch gefahren, da kommt demnächst auch das Video. Das schiebe ich jetzt nur mal schnell davor, weil ich ganz einfach mit dem alten oder mit dem Kia Soul EV Video nicht so schnell mit dem Schneiden hinterherkommen, weil die Software mir da andauernd einen Strich durch die Rechnung macht. Und insofern werde ich jetzt mal ganz schnell zusehen, dass ich dieses Video hier geschnitten kriege und dann gleich heute noch hochlade. Also das soll es dann auch gewesen sein von den Neuigkeiten über den Kia e-Soul, die Einpreisung in Österreich. Wie gesagt, das waren jetzt alles auch österreichische Preise, bis auf die Preise vom Kia Soul EV, also vom Vorgängermodell. Das waren die deutschen Preise, da habe ich leider keine österreichische Preisliste. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen rauf da. Empfehlt auch diesen Kanal weiter. Und wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann dürft ihr den gerne auch abonnieren. Würde mich sehr freuen. Ich will ja schließlich noch die 1000 Abonnenten schaffen. Und ja, so weit davon entfernt sind wir nicht mehr. Und ich hoffe, das schaffen wir dieses Jahr auch noch. Wer gelacht? Wir haben ja gerade erstmal Ende März. Und ja. Wie gesagt, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer, wenn ihr dieses Video seht. Tschüssi!